Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück im Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Wir sind immer noch in eisernen Gefilden unterwegs und sind hier eigentlich fast bis oben und hier steht nochmal ein Bossfight an. Also Mini-Boss. So richtig was drauf hat er ja nicht. Theoretisch einfach nur mit Pfeilen wieder abschießen. Und das auf einer größeren Fläche. Und ich glaube, ich würde mich einfach mal... Oh Gott. Hier hinten platzieren, wollte ich sagen. Dann habe ich einen besseren Überblick. Aber der ist auch ganz schön schnell, oder? Ist das normal, dass der so schnell ist? Schön links Stirnacken im Bild. So, noch zwei Treffer. Ja, ich weiß nicht, auch ein komischer Boss. Hat ein bisschen was mit Geschwindigkeit zu tun. Und Übersicht. Und das war's eigentlich. Okay, wir kriegen auf jeden Fall noch eine Schatzkiste. Gefällt mir. Und ich würde sagen, danach gehen wir in Feuertempel. Falls wir jetzt nichts mehr komisches finden. Also krasses. Was weiß ich. Ja, hier ist nämlich nichts Gutes drin. Leider nur ein Schatzkistchen. Oh, aber mit fetten Rubinen. Oh, nice. Immerhin etwas. Okay. Wir gönnjamin uns das hier nochmal. Das ist die Frage, wie machen wir das am easiesten? Wir müssen jetzt nämlich darüber und uns den Raum nochmal angucken. Was ist denn da drin eigentlich? Ja, da kann halt noch was drin sein. So, ich würde jetzt einfach nochmal... Ja, ich springe jetzt einfach hier runter und dann flitzen wir wieder auf die andere Seite. So machen wir das. Wäre halt cool, wenn wir einen Bossschlüssel hätten. Dann könnten wir den tatsächlich, glaube ich, machen. Dann könnten wir hier ein bisschen was abschließen. Auch wenn wir nicht alles auf die Ketten kriegen. Aber wir könnten zumindest das hier abschließen. Boah, oh Gott, das war auch super knapp. Ja, Bosski wäre cool. So, dann jetzt da drüben die Seite einmal noch. Und dann haben wir, glaube ich, soweit erstmal alles, was man hier holen kann. Oder was meint ihr, Leute? Ach ja. Hi. Reingehauen. Stimmt, da gab es auch nochmal zwei Feen. Ob die mir was bringen, ich habe keine Ahnung. Wäre cool, wenn das gespeichert bleibt. Aber ich könnte mir vielleicht sogar vorstellen, dass es gespeichert bleibt. Wäre irgendwie nice. Okay, wir gehen jetzt auch hier nochmal eine Etage hoch, ne? Wäre doch nice, wenn wir dann hier nur noch rein müssen und 7 Feen holen. Und dann holen wir uns einfach nur noch die Belohnung ab. Wäre doch nicht schlecht. Guck mal, hier waren wir noch gar nicht. Cool. Zack. Aber ob es hier noch was gibt? Ich glaube, hier gibt es, wenn, dann nur eine Fee. Ach, hier wäre auch noch eine Schlüsseltür gewesen. Alles klar. Ja. Ja, hier wäre auch nur noch mal eine Fee drin gewesen. Okay, Leute, ich glaube, wir sind fertig soweit. Wir gehen zum Feuertempel, würde ich sagen. Wir haben zwei Schlüssel. Ab nach Ocarina of Time. So. Und zwar... Wir haben schöne Kohle bekommen. Für Ocarina of Time. Machen wir uns erwachsen. Und dann geht's in den Feuertempel. Hinein. Als Kind beim Feuertempel gibt's halt auch noch so... schöne Kleinigkeiten, ne? Also im Todeskrater. Man müsste da nun mal irgendwie hinkommen. Aber ich glaube, im Moment geht das nicht.
Bin mir nicht ganz sicher. Und es fehlt halt irgendwo doch noch einfach so ein Kern-Item. Zeldas Wiegenlied, was irgendwo versteckt ist. Das wäre halt so ein krasses Kern-Item, was uns jetzt fehlt. Oder halt mal so ein neuer Song in Majora's Mask, irgendwie sowas zum Erwachen. Der Hookshot in Majora's Mask wäre auch endgeil, da könnten wir uns echt viele Items holen. Weil wir dann ins Gulti-Haus können. Ah. Schwierig aktuell. Ich habe halt jetzt auch nicht mehr wirklich was auf petto in meiner Liste. Ich guck mal kurz. Ja, der Eistempel ist jetzt auch erstmal vorläufig abgehakt. Da bräuchten wir jetzt den Boss-Key. So, warte mal. Wir machen mal kurz Tag. Ich glaube, Leute, ich skippe mal kurz. Und wir sehen uns gleich als Erwachsener im Feuertempel wieder. So, Leute, weil ihr es euch gewünscht habt, habe ich schon mal reingeskippt in den Feuertempel. Wir sind jetzt schon fast wieder an der Stelle, wo wir das letzte Mal aufgehört hatten. Genau, da hat noch ein Krone gefehlt. Und wir gehen jetzt einmal noch schnell hier hoch. Und Alter, wir haben wieder die kranke Pokémon-Musik hier. Achso, übrigens, wir können ja jetzt das Pikoron-Sword ausrüsten. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Zack, Alter. Jawohl. Das sieht schon cool aus. So, wir jumpen einmal hier rüber. Ja, blöd, dass wir das Rätsel nochmal machen müssen, aber ist halt so. Aber ich bin guter Dinge, dass wir relativ weit kommen, Leute. Wir haben zwei Schlüssel. Ich denke zumindest, dass der Boss ansteht, oder? Ich denke schon. Den Boss sollten wir plätten können. Mit den zwei Schlüsseln. Normalerweise kannst du hier noch richtig schön viele Items einsacken. Das müssen wir halt mal gucken. Inwiefern das möglich ist. So, das war keine gut platzierte Bombe, aber die wird besser. Die war super. Und dann sind wir auch schon, glaube ich, in dem Raum, wo wir eigentlich hin wollten. Oh Gott, hier oben ist noch so ein Schleim, ne? Ne, doch nicht. Ich habe nur einen gehört. Okay. Zwei Schlüsselhammer am Start. Aua. Ja, ihr habt schon gesagt, ne? Das ist mein Lieblings... Hobby, mich hier von den Steinen treffen zu lassen. Aber ist ja auch cool. Muss man ja einfach mal sagen. Macht ja Spaß. Und dann können wir hier auch noch einen Shortcut aktivieren. Hier. Die Tür müssen wir öffnen. So. Boah, da geht's direkt in die nächste Tür rein. Mit dem Schlüssel. Echt jetzt? Wahnsinn. Alter. Die Mucke, gell? Die rockt. Die rockt voll rein. So, ich hoffe... Alter, da ist schon wieder die nächste Schlüsseltür. Holla, die Waldfee. Dann können wir doch noch keinen Boss machen. Ich habe auch nichts falsch gemacht. Ja, und da ist jetzt nur so eine dämliche Schatzkiste. Alter, hier ist Feuer auch. Was zur Hölle? Aber wir können zumindest oben drauf nochmal und da vielleicht ein paar Schatzkisten einsacken. Aber... Ja, übertreib. So, dann hier mal raus. Ja, dann ist ja doch fast sinnlos, dass wir hier sind. Ha, doof. Warum können wir denn den Feuertempel nicht machen? Das ärgert mich. Das ärgert mich echt sehr. Ein Schlüssel hätte noch gefehlt. Dann wäre man in den Raum gekommen, da hätte man den Boss machen können. Was war das denn? Ja, ein Schlüssel hätte gefehlt. Vielleicht haben wir ja noch Glück und wir kriegen noch irgendein besonderes Item. Weil wir können jetzt, glaube ich, noch... Ja, also eine Schatzkiste mit Herzteil. Und oben kriegt man, glaube ich, auch noch eine Schatzkiste. Und wir können zu den Skuldis hoch. Vielleicht haben wir Glück und kriegen noch irgendwas. Irgendwas, was uns weiterbringt. Müssen wir mal sehen. So, erstmal das hier aufsprengen. Dann haben wir schon mal einen Shortcut. Zack. Da können wir auf jeden Fall ein Herzteil holen.
Weißt du was? Ich mach das mal kurz. Shortcut ist Shortcut. Hier noch ein schönes Herz-Containerchen. Oder Herzteilchen. So, tschüss. Haben wir das schon mal? Ja, ein Schlüssel weniger. Krass. Aber ganz ehrlich, dann hätte uns ja ein Schlüssel jetzt auch gar nichts gebracht. Zwei Schlüssel waren ja jetzt Minimum, dass wir irgendwas machen konnten. Eigentlich. Schön mit der Feenklinge, ey. Alter, sieht schon cool aus. So, was haben wir denn da für eine Schatzkiste? Ich habe jetzt nichts Großes gesehen, tatsächlich. Diese aggressive Pokémon-Musik einfach, ey. Wahnsinn. Kann ich mich rüberziehen zu dir? Leider nicht. Leider auch nur normale Schatzkiste. So, klong, runtergefallen. Ganz komisch. So, wow, hat sich gelohnt. Okay, dann geht's einmal hoch in die Secret Etage. Die jetzt auch nicht wirklich jeder kennt. Ich glaube, es gibt viele Leute, die waren da oben noch nie. Die das Game normal durchrushen, ohne alle 100 Skulltis zu sammeln. Zack. Zack. Aber ihr müsst es jetzt... eine Skulltie mindestens geben. Und gibt es nicht sogar noch eine Schatzkiste? Oder war das jetzt ein anderer Raum? Warte mal. Das muss ich jetzt mal kurz auskundschaften. So, erstmal die Skulltie. Oh, wow. Mit einem Rubin. Ich bin traurig. So, und hier gibt's... ah, hier gibt's noch eine Skulltie, alles klar. Und ein Schalter mit einer Schatzkiste. So, komm. Hallo. Auch nur 20 Rubine. Mann, das ist so traurig. Warum? Okay, zack. Auch nur normaler Shit. Warum haben wir so ein Pech, Leute? Ich meine, wir holen uns das jetzt schnell. Aber hier gibt es halt auch nichts Gutes. Ja, oder Minusrubine. Okay, für die ganze Mühe werden wir auch noch abgezogen. So, wenn ich jetzt hier runterjump, wo komme ich da wieder raus? Ah ja. Oh Mann, hätte ich da einen Schlüssel sparen können? Habt ihr das gesehen? Ich hätte einen Schlüssel sparen können, da war ja ein Auge. Man hätte einfach durch den Raum gehen können. Okay. Hätte ich machen können, aber... jetzt mal ehrlich. Man muss es ja auch offiziell lösen können. Ich hätte was sparen können, aber es muss auch offiziell gehen. Das heißt, irgendwo müssen ja die anderen zwei Schlüssel sind es, glaube ich, noch, oder? Ja. Irgendwie müssen die ja noch rumliegen. Auch wenn ich es nicht gebraucht hätte, weil hier unten war totaler Mist drinne, oben war auch totaler Mist drinne. Aber ich hätte den Schlüssel hätte ich sparen können, glaube ich. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Okay, wir haben es soweit erstmal wieder abgeschlossen. Shit. Ja, Leute, ich...
Hab gerade noch keine Idee, was wir jetzt machen. Ich glaube, ich gehe nochmal in die Berge, tatsächlich. In Majora's Mask. So, Leute, ich bin wieder in den Bergen. Und ich guck mal kurz, was der Tingle hier nochmal hatte. Das weiß ich nämlich gar nicht mehr. Ja. So, was verkaufst du Schönes? Oh, so viel Gelaber. Swamp Token. Das müsste ich mir eigentlich mal kaufen. Aber ich habe gerade kein Geld. Sollten wir uns mal in der nächsten Runde wieder ein bisschen mehr Kohle mitnehmen? Ich weiß halt noch gar nicht, was wir jetzt machen. Mein Plan war jetzt, dass ich in den Bergen mal... Okay, hier war auch nichts weiter drin. Das Ding nochmal aufschute und da, wo ich mir das Bombenfass kaufe, dass ich da quasi einmal kurz hingehe, das vom ewigen Eis befreie und hoffe, dass wir da vielleicht irgendwas anderes kaufen können. Das war gerade eine Überlegung von mir. Ob das jetzt funktioniert, keine Ahnung. So, warte mal. Ich gehe mal hier drauf. Und muss erst mal gucken, wo das war. Ja, es ist jetzt halt die Suche nach dem Fitzelchen, ne? Irgendwo müssen wir was finden, was uns noch ein bisschen weiterhilft. Was uns irgendwann mal zu einem Kernitem bringt wieder. Und das ist, glaube ich, Zeldas Song. So. Ja, komm. Zack. Okay, wenn ich das mache, dann gibt's ein Ocean des Cultula-Ding. Hallo? Nimm das mal. Hallo? Wahnsinn. Hat er gerade gesagt, ne? Ocean des Cultula-Dingens. Gibt's, wenn ich das schaffe. Ist ja nervig. Schon gar keinen Bock mehr, das eigentlich dafür zu machen. Meine Güte, ey. Na gut, wir ziehen das mal durch. Machen das mal schnell. Es war zumindest eine Idee. Man weiß halt nicht, was man bekommt, ne, wenn man alle hat irgendwann. Und was halt für mich auch noch eine Idee ist, dass ich einmal halt diese unsichtbare Wand erklimme. Aber das werde ich auf jeden Fall auch eher geschnitten machen. Weil ich da sehr oft runterfallen werde. Ich habe das auf jeden Fall schon mal gemacht. Schön war es nicht. So viel weiß ich noch. So. Läuft aber eigentlich ganz gut, oder? I guess. So. Zack. Hier war, glaube ich, eine Feenquelle drin, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Nee. So. Auf die Wand. Aber das hat man doch schon mal weggesprengt, oder war das nicht in diesem Durchlauf? Ich kann mich nicht erinnern. Genau, das war eine Feenquelle. So. Und jetzt? Oh Gott, das wollte ich nicht. War ja voll eingelocht, Junge. Okay, jetzt holen wir uns doch schnell unsere Belohnung ab und dann... Oh, ich glaube, im nächsten Part müssen wir echt die Wand erklimmen, Leute. Gar keinen Bock drauf. Ja, was soll ich sonst machen? Ich könnte noch die Rubine sammeln. 5000 Rubine für den Bankier. Dann ist der happy. Wow, komme ich hier nicht hoch oder was?
Ansonsten. Hey. Auge der Wahrheit ist halt wirklich auch so ein Ding, ne? Tatsächlich. Bräuchte ich auch an vielen Stellen. Würde mir, ja, geringfügig eigentlich nur weiterhelfen. Aber ich würde zumindest da hochkommen auf offizielle Weise. So muss ich dann halt auf inoffizielle... Wow, nein. Inoffizielle Weise da hoch. Was halt eigentlich nicht richtig ist. Was waren nochmal... Das will ich jetzt auch nochmal ganz kurz auschecken. Was war nochmal hier drinne? So viele Fragen, Leute. Ich habe so viele Fragen. Ach, hier war der Speicher. Ja, okay. Hier muss ich nochmal rein. Theoretisch. Gut, Leute. Schreibt mir gerne eure Tipps und Tricks, was ich noch machen kann und sollte, in die Kommentare. Okay, der verkauft grünen Rubin. Ja. Nö. Ciao. Ich weiß nicht, Leute. Ich weiß nicht, was ich hier noch machen soll. Schwierig. Okay, ich werde die letzten Situationen nochmal durchchecken. Ich glaube, ich werde nochmal das Geld sammeln offscreen und werde nochmal die Wand erklimmen. Das sind zwei Dinge, die ich auf jeden Fall noch machen werde, machen kann. Dann hört es halt echt auf. Ich glaube aber auch, dass es vielleicht in Majora's Mask noch so geheime Löcher gibt, die potenziellen Inhalt bieten könnten. Ne, diese Löcher, die ich da schon das letzte gezeigt habe, die ich selber persönlich noch nicht kannte. Das, ja, könnte potenzieller Stuff sein. Aber ich glaube, im nächsten Part erklimmen wir erstmal diese Wand hier. Und ich hoffe, es dauert nicht ganz so lang. Shit. Das wird super lustig werden. Oh Mann. Okay, gut, Leute. Das war's erstmal von mir. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.